Holla die Waldfee! Dreimal richtig getippt und wie das groß angekündigte Comeback von ihm hier lief, seht ihr auch gleich. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den Expert-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Ein ganz, ganz toller Gastgeber, weil ich habe dir einfach mal den Vortritt gelassen mit den letzten wöchigen Wetten. Die waren ja sowas von desaströs, scheiße, schlecht, beschissen. Zum Kotzen von mir. Naja, bei drei kann schon mal was daneben gehen. Ja, danke für die aufmunternden Worte. Ja, die Ideen waren gut, teilweise fast alle sogar, wenn man das hier so sieht. Auch der Mut auf Leipzig unentschieden zu setzen hat sich belohnt. Nicht nur für uns, sondern auch für Henrik, der gesagt hat, er hat da 100 Euro drauf gesetzt, weil er wissen wollte, was mein sicherster X-Tipp war. Und Glück gehabt, weil sonst hätte ich ihm halt hier irgendwie 100 Euro wahrscheinlich zurückgeben müssen. Aber gut, das ist ja nur eine Wettempfehlung. Ich habe nicht gesagt, er muss es draufsetzen. Insgesamt sieht es eigentlich auch ganz gut aus, seitdem wir hier unsere Wetttipps abgeben. Ich bin 4,83 Einheiten im Plus. Wenn man das umrechnet in eine Einheit 125 Euro, sind das immerhin 600 Euro Gewinn in den bisherigen Bundesligaspieltagen. Gut, bei dir, Mai, wird es auch wieder, bin ich mir sicher. Ja, wenn man bei mir die Einsätze umrechnet, dann habe ich 15 Euro Verlust. Und ja, man kann das ja sich so auslegen, wie man will. Aber lass uns doch in die neue Woche, in den neuen Bundesligaspieltag starten. Vielleicht haben wir da eine richtige Idee. Es beginnt ja mit Dortmund in Augsburg. Da hat der FC Bayern mit 3:2 gewonnen und jetzt muss Dortmund nachlegen. Augsburg war so mein Safe-Tipp, glaube ich. Relativ witzig, als ich dann mal, ich glaube, ich war in der Arbeit oder so, ich weiß gerade gar nicht mehr, habe ich mal kurz geschaut online, wie steht es denn eigentlich bei Freiburg gegen Augsburg? Ach, 3-0, erst 10 Minuten gespielt. Keine Ahnung, das ging ja mal richtig nach hinten los. Hier, ich gehe einfach auf den BVB, der muss gewinnen, um die Tabellenführung weiterhin mit ein bisschen Vorsprung inne zu haben. Und was willst du denn bei dem Spiel anders tippen? Nur eine 1,6 für die 2 ist auch schon wieder gut. Das stimmt und vor allem, es ist zwar schon eine Zeit lang her und ich halte ja wirklich nichts von so direkten Vergleichen aus der Vergangenheit, hat Dortmund immer in Augsburg relativ gut abgeschnitten und viele Tore geschossen und von daher muss man hier eigentlich schon mit Asian Handicap minus 1 arbeiten, denn die Dortmunder haben jetzt gegen Leverkusen wieder gezeigt, dass sie der Krise entlaufen können und da werden sie jetzt gegen Augsburg nicht wieder bisschen nachlassen und vor allem Reus soll vielleicht zurückkommen. Das ist dann natürlich ein Erfolgsgarant und deswegen würde ich hier fast sagen Dortmund Asian Handicap minus 1, wenn die dann nur mit einem Tor Vorsprung gewinnen. Alles andere in Augsburg wäre jetzt wirklich eine Sensation, dass die Augsburger jetzt gerade gegen den Tabellenführer wieder in die Spur kommen. Deswegen muss man hier drauf setzen. Die 1,6er-Quote ist auch schon attraktiv genug eigentlich, um auf Dortmund hier zu gehen. Ähnlich sieht es nämlich auch beim Spiel der Leipziger in Nürnberg aus, wobei ich bei den Nürnbergern immer ein bisschen die Hoffnung habe, dass die eine Überraschung auspacken, wie sie es eben auch gegen Dortmund zu Hause gemacht haben, das 0:0. Jetzt wieder zu Hause gegen eine Top-Mannschaft mit Leipzig, gegen Bremen auch 1:1 zu Hause gespielt. Das sind sehr achtbare Erfolge, aber in der Summe dann natürlich zu wenig. Leipzig hat sich gegen Hoffenheim und Frankfurt unentschieden getrennt, in Stuttgart gewonnen. Die müssen auch in Nürnberg gewinnen. Von daher für mich der gleiche Tipp, Asian Handicap minus 1 auf Leipzig. Ja, 1,5er-Quote, aber es ist mir nicht gut genug dafür, dass du jetzt gerade richtig gesagt hast, dass sie daheim unentschieden gegen Dortmund und Bremen gespielt haben. Ob die wirklich mit 2 Toren verlieren, Frage, aber ich bin natürlich auch ganz klar Tendenz Leipzig, alles andere wäre natürlich auch irgendwo unseriös. Ja, viel gewinnen kann man damit nicht, allerdings dieser Asian Handicap minus 1 hat ja den Vorteil, dass sie mit einem Tor Vorsprung, wenn sie mit einem Tor Vorsprung gewinnen, gibt es das Geld zurück. Wenn sie unentschieden spielen oder verlieren, ja,
dann haben nicht wir die Wette verloren, sondern Leipzig. Also, das ist ja auch klar. Ja, ich habe auch schon eine Idee. Ich weiß nicht, ob heute Kombi-Wetten erlaubt sind. Auf jeden Fall, die sind nie erlaubt. Gegen Freiburg ist das nächste Spiel und da spielen zwei Mannschaften gegeneinander, wo man denken könnte, da fallen einige Tore. Freiburg sehr, sehr treffsicher gegen Augsburg und Leverkusen hat sich ja eigentlich auch ganz gut verkauft in Dortmund. Und in den Spiel, in den vier Spielen davor alle gewonnen. Von daher, die Quotenverteilung ist ganz klar. Freiburg kann man aber schon eine Überraschung zutrauen. Von daher würde ich hier von einer reinen Siegwette absehen und das so spannende Both to Score mir mal anschauen wollen. Dass beide treffen, eine Quote von im Schnitt 1,66. Bestimmt nicht verkehrt. Das Over 2,5 gibt hier nur ein 1,48. Glaube natürlich auch, dass viele Tore fallen. Ein Over 3 würde 1,74 geben. Aber das sind natürlich schon miese Quoten. Ich halte hier mal fest, dass beide Treffen mit 1,66 oder 1,65 noch das attraktivste ist. Auch wenn ich da von dieser Wettart wenig halte und eher der Meinung bin, dass es mehr Value hat, sich Spiele rauszupicken, bei denen man sicher sein kann, dass eine Mannschaft zumindest nicht trifft, wie letzte Woche bei Schalke, obwohl die Statistiken eigentlich dagegen gesprochen haben, aber Schalke, die sind immer dafür gut, dass sie nicht treffen oder jetzt auch im nächsten Spiel, das ist die Überleitung, die Schalke gegen Düsseldorf, hier könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass nicht beide treffen. Aber ob Düsseldorf vielleicht sogar hier wieder mal eine Überraschung schaffen kann. Das finde ich auch. Also ich glaube, Schalke, die sind auf jeden Fall angeschlagen. Düsseldorf haben schon jetzt einige Punkte auswärts geholt und haben einen richtigen Befreiungsschlag, kann man schon so sagen. Jetzt auch nochmal gegen Nürnberg erreicht. Also die Nürnberger werden die nicht mehr überholen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so gewagt, die These. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Spiel ist, was lange unentschieden bleibt. Und das, obwohl Düsseldorf eigentlich auch die letzten Auswärtsspiele immer ganz gut offensiv mitgehalten hat. Die Quote ist bei 2,0 schon fair. Ich glaube, dass es hier ein langes 0-0 gibt. Und dann kann entweder Düsseldorf die 0 halten oder Schalke wirkt noch einen rein. Halbzeit X mit 2,3. Wenn du sagst, es steht lange 0, dann 2,3 für die Halbzeit X. Ja, da redest du mich natürlich rein. Beide Male, wo ich das jetzt bisher getippt habe, ging es nicht so auf. Aber, ja, danke für den Tipp. Ich notiere mir das gleich. Alle guten Dinge sind drei. Aber beide treffen No mit 1,95. Bei Schalke spielen eigentlich so sicher wie Schicht im Schacht auf Gelsenkirchen. Hertha gegen Mainz, auch ein super-duper Kandidatenspiel für das beide nicht treffen. Da habe ich den Mainzern letzte Woche aber gewaltig Unrecht getan, denn die haben ja einfach mal drei Tore geschossen gegen Schalke, aber man musste es ja auch immer sehen, wie die Spielanlagen der beiden Mannschaften sind und die Mainzer werden der Hertha entweder ins offene Messer laufen, dann gibt es viele, viele Tore, oder die beiden machen so einen Stellungskrieg und am Ende fallen eben fast keine Tore. Also, dass es unentschieden ausgeht, ich glaube, da sind wir uns sicher. Ja, glaubst du? Ich glaube, dass Hertha das Spiel gewinnen wird. Und zwar deshalb, weil Mainz so ein bisschen Jojo-Effekt hat. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Und Hertha ist mal wieder dran. Also ich glaube, die haben die letzten beiden Heimspiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht gewonnen. Das heißt, es sind ihren Fans mal wieder einen Sieg schuldig. Und Mainz, die sind in Augsburg untergegangen, das müssen wir erstmal schaffen, daran kann ich mich noch erinnern. Haben jetzt letzte Woche gegen Schalke gewonnen, das heißt, diese Woche können sie wieder verlieren. Das spricht für mich vieles für die Hertha. Und die letzten beiden Mainzer Auswärtsspiele gingen 0-3 aus Sicht der Mainzer, also 3-0 für die Heimmannschaft. Könnte man auch sagen, diesen Trend wollen sie in Berlin beenden, zumindest werden sie defensiver besser stehen wollen und die Hertha ist jetzt in den letzten Spielen auch keine allzu überragende Heimmacht gewesen mit 4 Spielen ohne Sieg. Da stimmt es schon, dass dann die auch mal wieder einen Sieg landen können mit dem Selbstvertrauen aus Schalke im Rücken. Ganz schwieriges Spiel, klassisches No-Bet.
Oder hast du wirklich eine Wette, wo du, die du jetzt hier einlocken wollen würdest? Ich glaube, dass wirklich Hertha das Ding gewinnt. Aber Mainz ist halt schwer zu analysieren, das Spiel, total, weil es gar keinen Sinn, was die so machen. Deshalb, ich bin mit beiden okay. Ja. Egal, was du einloggst. Ja, ich schreibe mal Hertha-Sieg in deine Klammer. Frankfurt-Hoffenheim, also da leuchten doch die Augen aller Fußballfans, die gerne Tore sehen. Kann man hier automatisch Tore erwarten? Und wenn ja, wie schlecht ist die Quote dafür? Frankfurt hat letzte Woche 3-0 in Hannover gewonnen. Hoffenheim auch wieder gepunktet in Leipzig. Das kann man eigentlich schon so als Erfolg sehen. Für mich ist das klassische Unentschieden-Spiel. Mhm. Weil Hoffenheim momentan so ein bisschen das Durchsetzungsvermögen offensichtlich fehlt. Und Frankfurt gegen gute Teams eigentlich bisher auch wirklich richtig gut mithält. Von daher Unentschieden, Tendenz eher zur Eintracht sogar. Mhm. Aber Hoffenheim ist mir einfach zu stark, um gegen die zu setzen. Also Unentschieden ist für mich hier mein Lieblingswett. Ja, du sprichst ein wahres Wort gelassen aus, Euder. Da finde ich auch das Value aufgrund der letzten schwächeren Auftritte von Hoffenheim durchaus auf Seiten der Frankfurter. Ich meine, schwach im Sinne von, sie haben es halt einfach nicht auf die Reihe gekriegt, ein Spiel zu gewinnen in Leipzig, das sie eigentlich dominiert haben, auch wenn da vielleicht Pech dabei war. Gegen Hannover 3-0 gewinnen, das kann auch eine Zweitligamannschaft derzeit, oder wird es nächstes Jahr auch öfter unter Beweis stellen, wenn Hannover dann dort spielt. Und von daher ist das kein Maßstab. Hoffenheim zu gut, um zu verlieren, aber auch zu schwach, um zu gewinnen. Und deswegen eher hier Frankfurt Asian Handicap mit minus 0,25. Ja, dann kommen wir dann gleich zu den Bayern. Die spielen in Mönchengladbach und wir sind ja beide jetzt davon ausgegangen, dass Augsburg am Freitag bereits gewinnt. Das heißt, Bayern muss nachlegen. Gladbach, ein Team, wo sie letztes Jahr, glaube ich, sogar verloren haben. Auch in der Hinrunde haben sie verloren. Da hat Gladbach, glaube ich, eine Quote von 13 gehabt oder so. Mega jedenfalls, ja. War auf jeden Fall sehr verrückt, dafür, dass Gladbach damals auch schon ganz gut vom Tabellenstand war. Nur, die sind jetzt entweder, sagt man, in der Krise oder sie nähern sich jetzt eher ihrem eigentlichen Leistungsniveau, was ich so Tabellenplatz 4 bis 7 schon sehen würde. Bayern wird hier nicht glänzen, aber ich glaube auch nicht federn lassen. Es sind zwar einige Spieler gerade angeschlagen, es gibt auch ein paar interne Querelen, wie es halt immer so ist bei Bayern, wenn man nicht Erster ist und nicht alles wie eine Sonne Eierkuchen ist. Oder so ähnlich, wie das Sprichwort heißt. Ich tippe ja auf eher Bayern, ganz klar. Dafür ist die Quote halt auch im Keller. Das ist halt das Problem, dass die Gladbacher genau zu diesem Spiel, wo sie eigentlich noch ein bisschen die Meisterschaft wieder für Dortmund entscheiden könnten, wahrscheinlich zu schwach sind, um Bayern hier zu besiegen. Ich glaube aber, sie werden besser spielen als die letzten Spiele, wo sie 3-0 verloren haben. Hier kann man jetzt leider nicht sehen, was die Quoten wären, wenn mehr als 2,5 Tore fallen. Das traue ich in diesem Spiel den Mannschaften zu, dass Gladbach zu Hause mal wieder ein Tor schießt und die Bayern auswärts normal auch. Hier ist die Quote bei 1,47, eigentlich nicht der Rede wert. Dann muss man fast auch das Both to Score mit 1,55 für die Mülltonne. Ja, ich schaue auch gerade, was Asian Handicaps gewesen wären oder sind auf Gladbach. Mhm. Aber eine Handicap-Wette 1,5 auf Gladbach ist eine 1,5er Quote, also auch nicht interessant. Nee, deswegen ja, einfach eine No-Bet, wie bei Bayern-Spielen oft einfach sinnvoll. So oft, wie ich bei Hannover die Wende schon herbeigeredet habe und auch der Doll-Effekt scheint ja nicht so der Hammer zu sein. Wäre fahrlässig jetzt zu sagen, Hannover schafft ausgerechnet in Stuttgart die Kehrtwende, auch wenn Stuttgart angeschlagen ist. Das ist hier 1 maximal X. Hannover hat bisher 0 gezeigt und kein bisschen Verbesserung seit dem Trainerwechsel. Das spricht wirklich gegen Dolls Team. Ja, aber dann schauen wir uns diese beiden Mannschaften nochmal an. Ich habe hier jetzt mal notiert, was mir gut gefällt, ist, beide treffen nicht. Das heißt, Hannover nicht gerade die Offensivgranaten und Stuttgart in letzter Zeit auch nicht. Von daher eine 2,0er Quote, 50-50 Chance, dass hier eine der beiden Mannschaften nicht trifft zumindest, finde ich sehr, sehr valuehaltig.
Da spielen aber zwei schlechte Verteidiger gegeneinander, Verteidigungsmannschaften. Ja, das stimmt. Da könnte man sagen, da finden das sogar die Blinden mal ein Tor. Das trifft sogar Hannover. Das ist echt schwierig. Nee, also ich kann mir jetzt hier schon vorstellen, dass da beide nicht treffen. Von daher gefällt mir das bei der Quote schon gut. Ja. Weil, was wäre die Alternative, dass man sagt, es fallen mehr als 2,5 Tore in diesem Grottenkick, der da wäre ein Tipp auf 1-1 wahrscheinlich am valuehaltigsten, weil der hat dann eine 7er-Quote oder so, den gewinnt man dann halt auch alle 6 oder 5 Mal. Aber gut, dann kommen wir schon arg in die Spekulation und das wollen wir hier vermeiden, deswegen hier, ja, wenn überhaupt, gefällt mir dieser Tipp. Wenn du nicht mitgehst, setze ich ihn auch in Klammern. Dann lassen wir das und gehen zum Wolfsburg-Spiel. Das letzte Spiel an diesem Spieltag, das Niedersachsen-Bremen-Duell. Also die sind ja nicht weit auseinander. Für mich sehe ich hier ein paar Similaritäten zum letzten Spieltag. Das letzte Spiel ging unentschieden aus und auch hier würde ich mich ganz klar auf den Unentschieden festlegen. Auf Werder kannst du nicht tippen. Gegen Werder werde ich nicht tippen und das ist ein klassisches Unentschieden, ob 1-1, 2-2, also die Torzahl ist für mich zu spekulativ. Unentschieden finde ich echt einen guten Tipp. Mhm. Was aufgrund der starken Wölfe zurzeit eigentlich ein Value-Tipp für die Wölfe bedeuten würde, weil die mit einer Quote von 2,0 gegen ja, Bremer, die das Siegen erst wieder üben müssen, seit zwei Spieltagen gegen Mannschaften auf Augenhöhe oder eigentlich vielleicht sogar unter ihren eigenen Ansprüchen nicht gewinnen konnten, während die Wölfe wirklich Top-Mannschaften mit Gladbach besiegt haben. Sie sind gut in Form, jetzt 4 Spieltage in Folge nicht verloren. Deswegen würde ich auch hier, wenn ich setzen würde, auf die Wölfe gehen, aber ich sage auch, dafür sind die auch nicht zu dominant genug und 4 Spiele in Folge nicht verlieren ist schon ja, mehr als genug für Wolfsburg. Und ja, auf Bremen setzen kann man hier auch nicht. Unentschieden, ein Unentschieden-Tipp gefällt mir gut. Haben wir letzte Woche auch schon, dass das letzte Spiel unentschieden ausgeht. Und hier haben wir eine 3,6er-Quote. Nimmt man vielleicht die 2 sichersten Unentschieden-Wetten an diesem Spieltag. Was würdest du da noch dazu nehmen? Wolfsburg-Bremen und? Lass mich einmal schauen. Wahrscheinlich Frankfurt-Hoffenheim. Sogar ziemlich deutlich. Ziemlich deutlich. Fügen wir das auch noch hinzu. Dann haben wir hier eine 2er. Ja, 2 Einzelwetten auf Unentschieden und können dann vielleicht das noch mit aufführen. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass jeder von uns seine 3 Top-Picks sich raussucht. Ja, liebe Leute, ich habe mich jetzt für 3 Tipps entschieden, die eine relativ hohe Quote haben, denn ich muss auch irgendwie aufholen und zweimal in Folge 3 falsch ist doch auch scheiße. Ich fange gleich mit dem Freitagsspiel an. Augsburg gegen Dortmund. Hier sage ich, der BVB schießt mindestens 3 Tore. Dortmund over 2,5 gibt mir eine Quote von 2,75. Und auch, wie vorhin schon gesagt, nehme ich die 2 Unentschieden-Dinger mit. Hoffenheim in Frankfurt unentschieden gibt eine geile Quote. Klar ist ein Unentschieden 3,5 und eine 3,6 bei Wolfsburg gegen Bremen. Wenn eins dieser beiden Spiele unentschieden ausgeht, ist der Gewinn da. Wenn beide Spiele unentschieden ausgehen, dann hole ich den Kollegen hier noch vielleicht ein. Mhm. Finde ich gut. Hätte ich auch fast getippt, aber dann haben wir uns nochmal kurz abgesprochen und ich wollte nicht das Gleiche tippen, aber wenn wir bei solchen kranken Tipps uns einig sind, dann ist das, finde ich, nochmal ein gutes Zeichen und dann setzen wir einfach mal unseren gemeinsamen Trinkgeldpot da drauf oder so, dass hier mindestens ein Spiel unentschieden geht. Und ich habe mich aber wirklich ähnlich orientiert an den Spielen, habe Dortmund Asian Handicap -1 in Augsburg, allein schon, weil die Quote mit 2,1 einfach mega frech ist wieder für einen Tabellenführer und wie scheiße Augsburg in letzter Zeit war. Und egal, was man da jetzt rein interpretieren kann in die Dortmunder Krise oder sonst irgendwas, ist das ein absoluter Value-Tipp. Und dann Stuttgart-Hannover, beide treffen nicht, also eine Mannschaft oder beide, vielleicht geht es 0-0 aus. Dann eine Zweierquote finde ich gut.
und Wolfsburg-Bremen. Da habe ich statt dem Unentschieden mich dann doch irgendwie auf dieses über 2,5 Tore breitschlagen lassen, weil ich davon ausgehe, dass die schon eher mehr als 2,5 Tore schießen als weniger. Und dafür ist die Quote mit 1,75 noch ein bisschen attraktiver als das Gegenereignis. Und daher 6 relativ interessante Tipps und ein paar gute Ideen. Und dann sind wir gespannt, was dieses Mal wieder läuft. Ich kann mich ein bisschen zurücklehnen. Bei dir muss jetzt dann das Minus schrumpfen. Ja, ich fange schon zum Schwitzen an. Mhm. Schauen wir mal, was passiert. Wir freuen uns drauf. Lasst einen Daumen da, Abo und dann bis zum nächsten Mal. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.